Rhythmus ist wichtig, vor allem. Es sollte exakt sein. Es sollte aber immer elastisch sein auch. Es gibt diese rhythmische Gitter irgendwo. Aber liegt die Frage, dass man also diese Gitter mit Geschmeidigkeit spielt. Es könnte gefährlich sein, mit all diese kleinen Zellen, dass die Musik zu gehackt wirkt. Ich glaube, wir sollten einen Schwung haben, um immer eine Kontinuität zu erreichen, um also den berühmten Ligeti Continuum zu erreichen. Ein guter Dialog zwischen Händen, zwischen diese kleinen Figuren, kann selbstverständlich helfen. Auch eine Elastizität zwischen dieser Art von Hoketus, die lassen uns mehr an die Musik von den Bandalindas denken als an alte Musik. Da wir ein rhythmisches Muster haben, eigentlich zwei, sollten wir die Phrasierung von jedem Muster füllen lassen. Also, deswegen sollten wir diese Periodizität in uns haben und atmen lassen, immer wieder regenerieren, sollten auch die gute Akzentuierung benutzen, eine ungarische, ein kleiner Akzent am Anfang und zwei gute am Ende, die Ende niemals verkürzen. Um einen richtigen Klang zu wählen, denken wir an den Titel Fém, was heißt Metall auf Ungarisch, also ein Klang mit einem harten Kern und einer bestimmten Brillanz. Un peu pointu wünscht der Komponist, ein bisschen spitz. Ligeti hatte viele Bilder, viele Vorschläge, um verstehen zu lassen, diese Mischung von Elastizität, Eleganz und Brillanz, die dieses Stück benötigt. Zum Beispiel tanzend, mondän, anmutig. Wie ein Cakewalk von Debussy. Nah am Kitsch, aber nicht wirklich Kitsch. Jazzig. Nicht zu maschinenhaft. Sich aus dem Streit heraushalten. Eine gewisse Eleganz. Schumanneske Genialität auf die Spitze getrieben. Ein bisschen verrückt. Wie oft. Und selbstverständlich die große Jazz-Referenzen für einen Jazz-Liebhaber, der hat Jazz den ganzen Tag lang gehört oder sowieso jeden Tag, Bill Evans und Herbie Hancock.